Hallihallo, ihr Lieben. Ja, Olga und ich, wir führen eine sehr erwachsene, sehr reife Beziehung. Wir reden über alles, wir sind aber auch nicht beleidigt, wenn der andere einen halt entsprechend auch mal was sagt oder ihm mitteilt, so von wegen, du stresst mich gerade total oder immer dieses dir immer wieder erklären müssen, das strengt einfach an und so weiter. Also sind wir nicht gegenseitig beleidigt, sondern hören es uns an. Gehen in uns, notfalls diskutieren wir auch mal kurz drüber, aber alles immer im Sachlichen und ja, eben reif und erwachsen. Und das kommt halt leider inzwischen bei den wenigsten Beziehungen vor. Interessant fand ich nämlich, Olga weiß ja logischerweise auch, was ich so mache, ne? Und ich gebe ihr auch Trainings rund ums Leben. Ich nenne es immer Trainings, nicht Psychotherapie. Warum, habe ich euch auch schon alles erklärt. Und ja, da hat Olga letztens was mitbekommen. Und zwar, dass ich tatsächlich in letzter Zeit sehr, sehr verhäuft mit, ja, Situationen von Pärchen zu tun habe. Und wo es eben auch darum ging, dass man sich in einer Partnerschaft teils gewollt, teils ungewollt anpasst. Und dass das Ganze Vor- und auch Nachteile hat. Und ja, auch den Menschen verändern kann. Ja? Hat sie dann Fragen dazu gehabt, na, wie das gemeint ist, dass es einen Menschen verändert und dass das Vor- und Nachteile haben kann. Ja, und dann habe ich das kurz erklärt. Kann ich ja hier auch kurz nochmal anreißen. Können wir vielleicht auch mal als separaten Clip machen. Hab dann so erklärt, es kommt im Grunde immer vor, dass man sich in einer Partnerschaft, ja, Dinge vom Gegenüber, vom Partner annimmt, ist ja auch ganz normal. Und dass man dadurch aber auch als Mensch, sprich die Persönlichkeit ein Stück weit verändert. Oder verändert auch wird. Das Ganze, wie gesagt, deswegen Vor- und Nachteile. Du kannst dich dadurch zum Positiven verändern. Und somit Dinge, die du vielleicht vorher nicht so gut konntest oder die du noch nicht wusstest, konntest du hierdurch, durch diese Partnerschaft lernen. Kriegst es ja auch immer wieder reflektiert, kannst es dadurch sehen, erkennen, annehmen, umsetzen. Wie wir damals als Kinder quasi von unseren Eltern gelernt haben, so lernen wir natürlich jetzt auch in unseren Partnerschaften ganz normal weiter. Aber, und dann eben das Aber, es gibt eben auch, dass man sich zum Negativen verändert. Erinnert euch mal zurück an früher, an eure Schulzeit. Mit Sicherheit hatte jeder auch so eine Rebellionsphase. Ja, wo er beispielsweise, vorher war er vielleicht, ich überspitze es ja absichtlich, ein extremer Streber, wie man so schön immer sagt, ja, hat nur Einsen gebracht, hat immer nur gelernt, immer nur akkurat alles. Und dann gab es vielleicht mal ein Schuljahr, in dem ihr euch gesagt habt, nö, jetzt will ich nicht mehr, jetzt mache ich wie die anderen. Sprich, ihr habt rebelliert, die Noten wurden vielleicht schlechter dadurch, ihr habt mit anderen Leuten rumgehangen und so mit den Leuten, mit denen ihr rumgehangen habt, so habt ihr euch auch natürlich dann ein Stück weit mehr verhalten. Und das ist genau das, was wir in Beziehungen im Endeffekt auch machen. Mit dem Menschen, mit dem wir uns umgeben, der formt uns ja und der spiegelt uns aber auch. Und somit nehmen wir das entsprechend an. Dadurch kann das natürlich auch negativ sein. Ja, vorher wart ihr vielleicht oder warst du vielleicht mit deinem vorhergehenden Partner sehr ausgeglichen. Ihr habt euch vielleicht abgesprochen, ihr habt vielleicht abends ein Ritual gehabt, dass ihr abends gemeinsam Abendbrot gegessen habt. Nur mal jetzt simple Beispiele. Und mit dem neuen Partner ist das alles ganz anders. Logisch. Das ist immer so. Aber plötzlich verändert ihr euch auch vom Wesen her. Ja? Ihr nehmt die Dinge an, ihr setzt die um, weil ihr liebt ja diesen Partner und man hat ja diese schöne rosarote Brille vor allem am Anfang auf. Man kriegt das oftmals gar nicht mit, egal jetzt, ob man sich im Positiven verändert hat oder im Negativen. Nur wenn man sich im Negativen verändert, ist das natürlich schlecht. Und dann kommen auch manches Mal, wenn du gute Freunde hast, Freunde auf dich zu und sagen dann so,
Naja, also seitdem du mit diesen Menschen zusammen bist, gefällt mir aber das, was du jetzt machst, nicht mehr. Oder deine Aussagen oder deine Ausdrucksweise oder auch das verändert sich. Entweder zum Beispiel, du wirst vielleicht ein bisschen penibler oder eher genau in die andere Richtung, wie du überspitzt. Dein Partner rülpst die ganze Zeit vielleicht. Am Anfang hat sich noch aufgeregt, inzwischen machst du es mit. Nur einfach mal als Beispiele. So, das hatte ich ihr dann versucht zu erklären, auch so, ne? Und dann sagte sie, warum machen das dann Pärchen mit? Hast du dich bei mir dann auch verändert oder habe ich mich bei dir auch verändert? Also wir alle verändern uns immer, wenn wir einen neuen Menschen an unserer Seite haben. Das ist ganz normal. Und solange das im ausgewogenen Rahmen ist, ist das auch alles vollkommen in Ordnung. Da brauchst du dir auch keine Sorgen machen. Hier bei dir bin ich der Mensch, der ich war und bin. Es gibt natürlich auch Situationen und Sachen, in denen ich jetzt natürlich anders bin oder auch anders reagiere. Das ist normal. So wie du aber auch. Bei uns hat man, erinnert dich, gesagt gehabt, seitdem ihr zusammen seid, ihr ergänzt euch perfekt. Ihr habt euch gesucht und gefunden und verbessert euch gegenseitig. Und so sollte es eigentlich auch sein, dass man sich gegenseitig ergänzt und verbessert. Aber ist eben nicht immer so. Und wie gesagt, oftmals erkennt man das selbst gar nicht. Meistens sagen nur zu Anfang die Freunde von wegen, ja, der Mensch tut dir aber richtig, richtig gut. Oder eben auch mal so aussagen, ja, der Mensch tut dir nicht gut, aber sagen nicht unbedingt viel dazu. Kommt eben auch darauf an, welches Verhältnis ihr zu euren Freunden habt, ne? Natürlich hatte auch ich, und das habe ich ihr dann auch so erzählt, ja, auch schon Partnerschaften gehabt, wo mich der Mensch zum Negativen verändert hat. Und das in nicht mal allzu langer Zeit. Also wir waren gar nicht so lange zusammen. Und ich bin ja jemand, der immer nur auf mich selber hört, der sich nicht beeinflussen lässt. Aber schon Freunde dann auch immer gesagt haben, sei mir nicht böse, aber Liebes, seitdem du mit dieser Person zusammen bist, bist du nicht mehr du selbst. Du verhältst dich anders. Du machst Handlungen, die du vorher nie gemacht hast, verabscheut hast. Ob das so richtig ist. Und dann, klar, kannst du natürlich für dich überlegen, ist das so? Ist das nicht so? Kannst du dem entgegenwirken? Oder willst du dem entgegenwirken? Bleibst du oder bleibst du nicht? Das liegt halt dann immer an einem selbst. Schwierig ist die Phase des Selbererkennens, ob einen der Partner gut tut oder nicht gut tut. Und dann ist natürlich die Frage, ist es das wert? Ist dieser Mensch es quasi wert, dass du dich so negativ veränderst, dass du vielleicht sogar im Außen schon mehrere Auswirkungen hast, dass du vielleicht plötzlich überall Ärger oder Stress hast, den du vorher nicht hattest, dass Freunde wegbleiben. Ich meine, das Thema ist dann nochmal ein bisschen heikel, ja, weil Freunde sollten immer zu einem halten. Aber das muss dann der Mensch für sich selber entscheiden und eben sehen, okay, was passiert hier Tatsache gerade? Und habe ich mich wirklich jetzt so verändert, nur weil ich mit dieser neuen Person zusammen bin? Und will ich das? Ist mir, wie gesagt, dieser Mensch es wert, dass ich beispielsweise eben mehr Ärger, mehr Stress habe, dass ich mich selbst verändere, dass ich anders werde, dass ich Dinge akzeptiere, die für mich ein No-Go waren und. Das muss man halt selber für sich entscheiden und dann eben auch entscheiden, was mache ich. Erinnert euch beispielsweise auch mal, und das hatte ich ihr dann auch so gesagt, an Bonnie und Clyde. Im Endeffekt, die beiden waren für bereit, füreinander dann ja zu sterben. Ist es das aber wert? Ist das eine Beziehung wert? Weil du möchtest ja eine Beziehung leben, du möchtest ja glücklich in dieser Beziehung sein, und zwar für lange, lange Zeit.
Es ist es also wert, dass du dich so sehr veränderst, dass du bereit bist, jetzt für diese Person oder mit dieser Person quasi zu sterben. Das Sterben kann man jetzt auch symbolisch nehmen, aber ne, versteht ihr, was ich meine? Das muss im Endeffekt immer wieder jeder selber entscheiden. Ich kenne das, wenn man vor dieser Entscheidung steht, wenn man das verstanden hat, dass man diesen Menschen wirklich sehr, sehr liebt, aber der Mensch einen nicht gut tut. Und man dann gucken muss, was mache ich? Ja, und darüber haben wir dann halt gesprochen. Sie hat es dann auch verstanden. Und hat dann auch tatsächlich nochmal andere Leute rundherum dann so gefragt. Sagt mal, ihr kennt mich zwar nicht von früher oder so, ne, aber wie empfindet ihr das Ganze jetzt so mit uns? Und ganz, ganz ehrlich, seid ehrlich. Es kam natürlich auch Aussagen, an denen man erstmal knabbern musste und so. Aber genau das wollen wir ja beide. Wir wollen ja die Offenheit und Ehrlichkeit, damit wir entsprechend noch drüber, ja, nachdenken und reflektieren können. Und für uns ja dann auch entsprechend das Beste bei rausnehmen können. Damit es uns als Mensch selber gut geht. Und im besten Fall logischerweise dann als Paar. Okay, das von unserer Seite erstmal wieder. Habt ihr auch solche Gespräche schon mal geführt? Ist euch denn schon mal aufgefallen, dass ihr euch beispielsweise durch euren Partner verändert habt? Habt ihr euch zum Positiven oder Negativen verändert? Wie ist das bei euch gewesen? Und vor allem, wie hat euer Partner, als ihr darüber gesprochen habt, reagiert? Also bei uns geht das, wie gesagt, immer alles sehr entspannt zu. Wir reden offen, ehrlich, direkt miteinander, sind eben nicht beleidigt, weil wir wissen, der andere sagt das jetzt nicht, um einen weh zu tun. Und hier passiert auch nicht, was in sehr, sehr vielen Partnerschaften dann passiert, dass wenn ich jetzt ihr zum Beispiel was sage, was ich wirklich nicht gut finde, dass sie dann gleich ankommt, ja, aber du ja machst ja dies, das und jenes und so weiter. Oder du machst das ja auch. Das passiert ja nicht. Genauso auch umgedreht. Weil ich muss nicht meinen Partner dafür angreifen, dass er oder sie mir etwas entsprechend mitteilt, etwas sagt, was mich als Mensch betrifft. Und vor allem eben dieses Beleidigtsein, das muss ja nicht sein. Das gehört auch nicht in eine Beziehung. Und von daher, wir sprechen sehr viel miteinander, sind da sehr offen miteinander, hören uns gegenseitig auch an, was der andere zu sagen hat, weil wir wollen ja, dass es uns gegenseitig gut geht und gut tut. Und wir hatten schon echt auch einige sehr tiefsinnige, offene Gespräche, was auch manches Mal logisch wehtat. Aber erstens, hier wird nichts unter den Tisch gekehrt, zweitens, hier wird nicht angegriffen, beleidigt, gezickt oder sonst was, sondern wir führen tatsächlich eine sehr erwachsene, reife Beziehung, was heutzutage eine Seltenheit geworden ist. So, in diesem Sinne sagen wir erstmal wieder bis nächste Woche. Wir haben heute noch einiges zu tun.